diesem Monat sind wir in einer Serie, die heißt Radicals. Wir beschäftigen uns mit Kirchengeschichte und nicht die Geschichte, die die Institution Kirche schreibt, weil das ist nicht oft deckungsgleich mit der Geschichte, die Gott schreibt. Scheint zwei verschiedene Sachen zu sein. Wir beschäftigen uns mit Menschen wie du und ich, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben und Großes erreicht haben. Und bevor wir einsteigen, möchte ich ein bisschen in die Kirchengeschichte dieser Kirche mitnehmen. Seit 7 Jahren schreiben wir auch Kirchengeschichte. Was für eine gewaltige Periode. 7 Jahre. Und vor 7 Jahren haben meine Frau und ich zu zweit im Wohnzimmer entschieden, wir machen einfach eine neue Kirche, damit Menschen wieder eine Beziehung zu Gott aufbauen können, diesen Jesus kennenlernen können, wie wir ihn kennenlernen durften und weiter dürfen. Und dann haben wir irgendwann, waren wir zu fünf und haben gesagt, Mensch, wir bieten etwas an, eine Plattform, wo unsere Freunde anbieten können. Und zwar, wir mieten einen Raum für 20 Leute. 20 Leute. Also wir wussten, haben hochgerechnet, jeder nimmt 4 mit. War dann schon eine Herausforderung, jeder hat 4 mitgebracht. Wir hatten 20 Leute, den ersten Mal, so mal einen Gottesdienst nannten wir das, aber es war, naja, eher eine Gruppe, ne? Okay, und dann haben wir immer gemerkt, okay, es wurden mehr, es haben Leute gesagt, okay, ich klinke mich mit ein. Dann haben wir uns diese riesige Halle Giesinger Kulturzentrum am Bahnhof gemietet. Wow, für 60 Leute. Wahnsinn! Ha, Kirchengeschichte. Und dann kurz gefasst, vor 3 Jahren standen wir vor einer Entscheidung, wir waren so circa 80 Leute, haben gesagt, okay, wie können wir unseren Freunden helfen, dass sie Kirche neu erleben, Gott neu erleben. Wir gehen in ein Kino, damit die Einstiegshürde niedrig ist und wie bauen wir die Gottesdienste auf am Puls der Zeit. Haben hochgerechnet, wir bräuchten ein Office, so als festen Ort und die Celebration hier und haben dann damals mit 80 Leuten circa 60.000 Euro in die Hand genommen. Viel Geld, gell? Wenn du seitdem in diese Kirche gekommen bist und sagst, Mensch, super, Kirche neu erleben, ich bin so dankbar, dass wir im Kino sind, ich bin so dankbar, wie es hier alles ist und ich bin dankbar, dass ich meine Freunde mitnehmen kann, dann bist du dankbar diesen 70 Leuten. Oder? Und diese 70 Leute hatten überhaupt nichts davon, das Geld zu geben, weil sie hatten doch schon eine Kirche. Sie hatten schon Kirche neu erlebt. Sie hatten schon eine persönliche Beziehung mit ihr. Sie haben gesagt, es ist für die Menschen in unserer Stadt. Und wir haben den sogenannten Swimmingpool-Glauben im ICF. Ich möchte kurz theologisch erklären, Swimmingpool-Glauben, was ist das? Das bedeutet, wenn du Gott einen Fingerhut hinhältst und sagst, füll ihn Gott und du betest, suchst Gott, der wird ihn füllen. Wenn du ihm eine Tasse hinhältst, sagst du, eine Tasse, Gott, voll. Wenn du mit Swimmingpool hinhältst, füllt er einen Swimmingpool. Und wir sind eine Swimmingpool-Kirche. Das heißt, wir gehen immer dynamisch die nächsten Schritte. Du wirst heute bei Smith Wigglesworth merken, der war als Privatperson so und als Kirche sind wir auch so. Immer dynamisch den nächsten Schritt. Und heute stehen wir vor der gleichen Entscheidung. Und wenn du länger in dieser Kirche bleiben wirst, wirst du noch oft vor dieser Entscheidung stehen. Immer den nächsten Schritt zu gehen. In dem Fall eine neue Location, du siehst im Hintergrund einfach Sachen eingeblendet, das ist die Neuraum-Event-Location. Und wir haben die Möglichkeit, dort reinzugehen und es gibt verschiedene Schrauben, an denen man dreht. Nämlich zum einen ist es Manpower. Ich habe hier eine Folie mitgebracht. Wenn wir dort reingehen, heißt das einfach, dass mehr Leute mit anpacken. Ist vollkommen logisch. Mehr Gottesdienste, größer und so weiter. Und das ist die Logik der Kirchengeschichte im ICF. Stell dir Folgendes vor. Es würden immer noch nur 5 Leute Gas geben in dieser Kirche. Die ersten 5! Am Anfang war es gewaltig. Ich war Worship-Leiter, Bandleiter, Preacher, meine Frau war der Rest. Kinderkirche, alles war meine Frau. Und dann habe ich einen CD-Player genommen und gesagt, heute haben wir eine große Band zu Gast, Hillsong United. Play, let's worship, das ist der Text. Meine Frau hat geklickt. Woo! Zum Glück gibt es hier mehr, schau mal, es gibt mehr Leute hier. Woo! Toll, dass ihr alle da seid, die mit anpacken. Und jetzt ist wieder genau die gleiche Entscheidung. Packen mehr mit an, ja oder nein? Du hast die Möglichkeit, die grauen Männchen sind die, die noch fehlen, die schwarzen sind schon da. Und wenn du möchtest, kannst du in der Connection Lounge oder per Internet dich melden und sagen, du möchtest mit anpacken. Und jetzt kommst du zu den Finanzen. Auch da gehen wir wieder mal einen dynamischen Glaubensschritt. Auch da kann jeder überlegen, ob er gerne dabei sein möchte. Und deswegen hast du diesen Zettel bekommen, wo es anfängt, ich möchte gerne. Weil es war schon immer so in dieser Kirchengeschichte, nur wer gerne gibt, soll dabei sein. Alle anderen, die sagen, Druck, dann nicht geben. Nicht geben. Verstanden? Gerne. Gott sagt mal, den fröhlichen Geber hat er lieb, den anderen findet er ziemlich schräg. Und ich möchte keine schrägen Christen in dieser Kirche, ich möchte nur fröhliche Christen. Also, wenn du gerne möchtest, kannst du einmalig oder monatlich etwas eintragen, weil wir wollen gerne nächste Woche entscheiden, unterschreiben wir einen Vertrag, ja oder nein. Dann werden wir eine Summe haben, was zugesagt ist und wir werden eine Manpower haben, die zugesagt ist. Dann werden wir beten, als Leitungsteam Leute dazunehmen, werden vielleicht auch fasten und dann sagen, was machen wir? Wir würden gerne am 1. Mai rein und das geht nur, wenn wir nächste Woche konkrete Bestellungen aufgeben. Das dauert 8 Wochen. Sonst wird es halt später und später geht auch.
Wir sind aber eine ungeduldige Swimmingpool-Kirche, weil du weißt, es gibt den Swimmingpool, willst du doch immer reinspringen. Das ist ja genauso, wenn du weißt, im Urlaub ist der tolle Swimmingpool, aber es ist nur 10 Wochen, 20 Wochen, 30 Wochen. Wir gehen in 8 Wochen da reinspringen. Wenn du möchtest, bist du dabei bei dem nächsten Song der Band. Die wird hier einfach mal so richtig rocken. Und zu Hause, wenn du es im Internet anguckst, stellst dir einfach vor, wie die Band jetzt gerade rockt. Komm mal live vorbei. Und wenn du nicht live vorbeikommen kannst, kannst du trotzdem überlegen, ob du dich mit einklinken möchtest an den verschiedenen Punkten.